Du könntest doch eine der Mühlen übernehmen. Wenn du nur willst. Es sind doch gerade so viele verwaist. Oder du baust deine eigene Mühle, ganz wie du magst. Oder du wirst Bäcker und backst dein eigenes Brot. Peter Hagendorf vermisst den Krieg und er hat eigentlich auch sein ganzes Leben lang gar nichts anderes gemacht, als Krieg zu führen. Er war eigentlich nur Soldat, er war sonst eigentlich fast nichts anderes. Die guten Zeiten sind vorbei. Geplündert wird gehängt. Sein Schwert zieht ihm, hauen sie die Hand ab. Ich pisse auf den Frieden. Im Jahr 1648 ist das Freudenfest wegen des Friedens gehalten worden. Von den Bürgern, als wenn es Ostern und Pfingsten an einem Tag gewesen wäre. In beiden Kirchen sind 3 Predigten gehalten worden. Der Text ist gewesen aus dem 1. Buch Moses, aus dem 8. Kapitel. Wie Noah nach der Sintflut aus der Arche ist gegangen und dem Herrn ein Altar baut und von allem reinen Vieh opfert. Man merkt ganz zum Ende seines Tagebuchs ein wenig, wie er sich dann auch etwas verliert. Und man merkt auch, dass er vielleicht ein wenig auch auf die schiefe Bahn gerät und auch wieder dem Alkohol zuspricht. Aufmarschpläne nutzlos. Der heime Grundrisse von Festungen auch nutzlos. Hulpfitter! Ich scheiße auf den Frieden. Ja, dich hat der Krieg auch reich gemacht. Dann lass uns den Frieden so nützlich machen wie den Krieg. Es heißt, dass Karl Gustav Wrangel über den Friedensvertrag überhaupt nicht glücklich war. Er soll sogar vor Wut auf seinem Hut herumgetrampelt sein. So schrecklich der Krieg auch für die Zivilbevölkerung und die Soldaten gewesen sein mag, Karl Gustav Wrangel verdiente dadurch viel Geld. Und jetzt war der Krieg vorbei und das Geld hörte auf zu fließen. Karl Gustav Wrangel war vor dem Krieg nach heutigen Maßstäben Millionär. Er beendet ihn als Milliardär. Wrangels Vater war Feldmarschall wie sein Sohn. Der ererbte Stammsitz ist Karl Gustav nun allenfalls als Wohnhaus für Dienstbotenrecht. Sein Schloss überragt die Wohnstadt des Vaters um ein Vielfaches. Wrangels ehrgeiziger Bau in Skokloster steht symbolhaft für den Aufstieg ganz Schwedens in dieser Zeit. Aus einem bevölkerungsarmen, provinziellen Land wird die Beherrscherin der Ostseeregion und eine der führenden Großmächte in Europa. Dieser atemberaubende Wandel vollzieht sich innerhalb von nur einer Generation, als direkte Folge des 30-jährigen Krieges. Karl Gustav Wrangel wurde hier in Skokloster geboren, aber das Schloss selbst existierte noch nicht in seiner heutigen Form. Er ließ es erst nach dem Westfälischen Frieden bauen. Das Schloss wurde zum Symbol der schwedischen Großmachtszeit und ist das größte private Schloss Schwedens. Skokloster mit seiner Schlossherrin ist auch ein barockes Symbol für die Vergeblichkeit des menschlichen Strebens. Das Schloss wurde nie fertiggestellt. Dieser Ballsaal hat sich, wie große Teile des Gebäudes, so erhalten wie zu Zeiten von Anna und Karl Gustav. Die Epoche des 30-jährigen Krieges ist hier unverändert konserviert. Als Anna Margareta 1673 stirbt, ist sie 51 Jahre alt und schon seit einiger Zeit krank. Von ihren 11 Kindern haben nur 3 Töchter überlebt. Karl Gustav trauert tief um sie. Nur 3 Jahre nach Anna Margaretas Tod stirbt auch Karl Gustav Wrangel.
Ab diesem Zeitpunkt endet die Arbeit am Schloss. Es wird niemals fertiggestellt. Die Bilanz des 30-jährigen Krieges aus Sicht der Bevölkerung ist verheerend. Eine kaiserliche Statistik spricht von 2000 Schlössern, 18.000 Dörfern und 1.500 Städten, die angeblich von schwedischen Truppen zerstört oder schwer beschädigt wurden. Das würde einem Drittel aller damaligen Wohnbauten in Deutschland entsprechen. Die von anderen Kriegsparteien verübten Gräuel sind da noch nicht einmal erfasst. Ähnlich erschreckend sind die zeitgenössischen Schätzungen über die Anzahl der Toten in Mitteleuropa als Folge des Krieges. Der 30-jährige Krieg war eine der größten Katastrophen Europas. Etwa 8 Millionen Menschen starben, ungefähr ein Drittel der Bevölkerung in den Kriegsgebieten, in manchen natürlich mehr Menschen als in anderen. Das Königreich Böhmen traf es besonders schwer. Zu Kriegsbeginn gab es 3 Millionen Einwohner, nach Ende des Krieges waren noch 800.000 am Leben. Dieser Krieg hat bei den Menschen ebenso Spuren hinterlassen wie in der Geschichte Europas. Der 30-jährige Krieg verändert die Karte Europas. Das Heilige Römische Reich schrumpft geografisch und verliert dramatisch an Bedeutung. Die Niederlande und die Schweiz erringen ihre Unabhängigkeit und erhalten ihre heutige Gestalt. Frankreich schafft mit kleinen, aber strategisch wichtigen Gebietsgewinnen die Basis für die spätere Eroberung von Elsass und Lothringen. 1648 ist für Frankreich der Krieg noch nicht vorbei. Die Kämpfe gegen Spanien halten weitere 11 Jahre an. Doch die Beschlüsse des Westfälischen Friedens haben auch für diese Länder weitreichende Folgen. Religion, Konfession spielte ja noch eine große Rolle in den Auseinandersetzungen innerhalb des 30-jährigen Krieges und trug an einigen Stellen auch nicht unerheblich dazu bei, dass der Krieg so grausam war, wie er dann tatsächlich auch wurde. Das hat sich mit dem Westfälischen Frieden geändert. Im Westfälischen Frieden waren die Konfessionen als gleichberechtigt anerkannt und von da an galt es als unpassend, Religion als Kriegsgrund aufzurufen, wenn man in eine Auseinandersetzung mit einem anderen Staat hineingeriet. Auch in Biberach sorgt der Friedensschluss für ein Miteinander der christlichen Glaubensrichtungen. Die Hexenjagd geht dennoch weiter. Ein Jahr nach Kriegsende geschieht Erstaunliches. Zwei Rechtsgutachten einer katholischen und einer evangelischen Universität kommen zum gleichen Ergebnis. Sie sprechen Barbara Xeller vom Vorwurf der Hexerei frei.
Mit dem 30-jährigen Krieg endet das Tagebuch des Söldners Peter Hagendorf. Seine weitere Lebensgeschichte muss aus anderen Quellen erschlossen werden. Leider fehlen uns von diesem einzigartigen Dokument des 30-jährigen Krieges die letzten Seiten. Wir erfahren noch, dass er seinen Sohn zur Schule schickt. Dann wird sein Regiment 1649 abgedankt. Er hält noch 3 Monate Sold und marschiert dann noch bis Oettingen. Und danach wissen wir nicht mehr, was aus Peter Hagendorf geworden ist. Einem alten Kirchenbuch zufolge gelang schließlich Peter Hagendorf der Weg in den Frieden. Er wurde Bürgermeister der Stadt Görzke bei Magdeburg und starb hochbetagt 1679 im Alter von 77 Jahren. Auf Karten unsichtbar, doch verzeichnet in den Chroniken der Zeit, sind die dramatischen Veränderungen in der Mentalität der Menschen durch den Dreißigjährigen Krieg. Sie prägen das ganze Theatrum Europaeum, die politische Bühne Europas. Die Großmächte begegnen einander erstmals auf Augenhöhe und akzeptieren die Gleichwertigkeit der anderen Staaten. Dieses Grundprinzip des Westfälischen Friedens legt den Grundstein für das heutige Europa. Europa verkörpert von nun an trotz zahlreicher Rückschritte die Idee vom Miteinander verschiedener Nationen und Religionen. Die Philosophie der Aufklärung läutet eine neue Ära ein. Mit ihr endet die eiserne Zeit.